Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Video von uns. Heute öffnen wir seit langem nochmal Celebration. Ja. Und zwar habe ich mich dazu dann doch irgendwann mal entschlossen, nachdem das Set jetzt keine Ahnung wie viele Monate raus ist. Ich möchte es doch gerne komplett machen, so rum. Ne, wie sagt man, komplettieren? Sagt man das? Komplettieren. Ist das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich das Set gerne voll machen. Und ich glaube, mir fehlen jetzt unterm Strich, ich habe gerade die Listen jetzt vor mir. Ne, ich glaube noch so 5, 6 Stück. Echt? 5, 6 Stück Karten, ja. Ich hätte gedacht, es wären mehr. Ja. Ich habe halt jetzt schon so ein paar getauscht. Dann habe ich durch Openings, durch die Challenges habe ich nochmal eine Karte dazu bekommen. Und in diesem Video öffnen wir 14 Booster Celebrations und ich hoffe, ich ziehe entweder das Gold Mew, Goldstar Nachtara oder Schimmerndes Karpador, weil das sind noch so die Money-Karten, die mir fehlen. Natürlich würde ich mich auch über die Hits freuen, die ich sonst auch noch nicht habe. Zum Beispiel Reshiram habe ich auch noch nicht. Oh, ja, klar. Natürlich würdest du einem Glurak auch nicht Nein sagen, so, ne? Team Rockets Groudon wäre auch ein geiler Hit. Oder hier kommt Team Rocket. Ist ein seltener Hit. Ist ein seltener Hit. Verfolgt mich die ganze Zeit. Werden wir safe nochmal ziehen. Safe. Jan Lukas wird den 13. Booster öffnen und wir gehen jetzt. Wenn da, ich schwör's dir, wenn da Team Rocket Scroudon drin Opening ist. Opening rein. Wenn da Team Rocket Scroudon drin ist. Team Magma. Team Magma. Team Rocket? Team Magma Scroudon drin ist. Dann öffne ich live einen Booster aus meiner Challenge Box. Ja. So ähnlich, ja. Ja, doch mal. Lache ich mich ab. Also es wird ja auch relativ fixes Opening. 14 Booster, das sind ja relativ viele. Sind ja nur 4 Booster. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich hoffe einfach, dass du irgendwas Gutes ziehst. Ich hoffe so dahinter auf, ich sag's mal, 5 bis 6 Retro-Hits. Unabhängig davon, ob du die brauchst oder nicht. Einfach ja, genau. Nur, okay, ja, das ist so viel. Ja, egal. Sekrom. Oh, jetzt nochmal Celebrations öffnen. Und wir haben Cosmog. Und wir haben Forschung des Professors. Und der Code hier für euch. Erster Booster hat nicht. Celebrations ist halt einfach ein gutes Set für so zwischendurch. Ja, das macht halt auch einfach Spaß zu öffnen. Einfach so mal. Also ich habe jetzt hier 14 Booster. Man kann dazu sagen, die Booster kommen aus dem Koffer. Und aus der Pikachu-Figuren-Kollektion. Die wollte ich mir sowieso nochmal holen. Ich habe die einmal für meine Sealed-Sammlung. Und ich wollte die aber auch nochmal haben, allein wegen der Pikachu-Promo und der Figur. Und komm, let's go. Ja, okay, Groudon. Und ja, gut, die Entwicklung ist dann gleich durch. Und oh, ich sag mal, Center V. Ich habe mich gerade viel zu viel gefreut. Ich habe mich viel zu viel gefreut. Wir haben das Set schon lange nicht mehr aufgemacht. Ich glaube, das sieht man richtig in der Aufnahme. Ich habe es richtig so, oh mein Gott. Noch kein Retro-Hit. Ja, kommt noch, das kommt noch. Ich sag mal so, ich bin mit einem Retro-Hit, also den ich halt noch brauche, wäre ich zufrieden schon. Das sage ich so, wie es ist. Also klar, ich hoffe natürlich auch für dich, dass du den Money-Hit da rausziehst. Money. Ich fände es für unseren Kanal einfach geil, das Gold-New jetzt zu ziehen, weil es halt die Karte immer noch nicht Retro haben. Der kommt. Ne, Gold-New haben wir jetzt noch nicht und muss sagen, das Ding ist, weißt du, was mich stören würde, wenn ich jetzt eine Celebration-Sammlung hätte und das und eine Gold-Sammlung. Mhm. Ich wüsste nicht, wo ich die rein. Ich ziehe es jetzt einfach zweimal. 300 IQ, Digga. Ja. Hä, ist eigentlich auch eine gute Voraussetzung für so ein Video. Wir ziehen zweimal Gold-New. Komm, da ist was drin. Hier ist der erste. Meinst du? Ja, hier ist der erste drin. Edel. Kyogre. Oder auch nicht. Und Seishin. Aber das hast du im Summer Center, ne? Ja. Ja, perfekt. Dann hast du dich schon mal durch. Dann können jetzt die richtigen Hits kommen. Aber noch immer noch kein Retro. Wir haben schon 4 Booster zerrippt jetzt, ne? Booster, was ist das? Aber wir haben halt 14. Der vorletzte, meiner wird es. Deiner wird es. Und Robin jetzt hier selbst wird er sagen, 13. Booster nach Tara. Und das kommt dann gleich. Das wäre so geil. Oh, ich würde mich so freuen, ne? Ich würde mich so freuen. Zekrom. Komm, let's go jetzt. Oh, 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 oh. Wenn das wirklich nach Tara drin wäre, ich würde halt nicht dafür ausrasten. Oh, oh, oh. Oh, 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 Bisaflor! Ja, moin! Stabil! Man sieht so ein bisschen das Grüne. Hier ist der erste Retro-Hit. Bisaflor! Bisaflor, es gibt halt sonst kein anderes Blatt-Pokémon, was so markant ist. Und dahinter haben wir ein Säugerleo. Aber Bisaflor! Oho! Oho, oho, oho! Das ist sie. Die ist sie. Die ist die Call-Card. Schön. Aber nice. Erster Retro-Hit. Und dann noch so ein guck mal, hättest du die OG-Starter nicht so geholt, wie lange du jetzt gebraucht hättest, um das zu ziehen, in Anführungsstrichen, das wäre schon krass. Ja gut, ich hab's halt auch schon lange nicht mehr geöffnet jetzt, ne? Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich auch irgendwann nochmal einfach irgendwas von Celebrations bestellen. Einfach um diese Booster, einfach mal just for fun, auch in den Challenge-Boxen.
Das werde ich aber erst dann machen, wenn du das Set vollständig hast. Weil sonst polst du mir die komplette. Das ist ja das Geil. Ich habe mich ja so gefreut, als du aus meiner Box das rausgezogen hast. So, jetzt kommt noch einer. Jetzt geht's weiter. Die Alga. Wir machen jetzt die Starter durch. Fjogre. Senias. Oh, Pikachu hatte ich aber gerade auch so. Oh, was ist das denn? Pikachu. Ohne. Kein Spider-Man, ne? Ne, kein Spider-Man. Ja, Mensch. Kyogre. Cosmorum und Dialga und Samazenda. Ivetal. Genau so Mewtwo. Zekrom. Oh, falscher Professor Eich, aber ein Retro-Hit. Und ein Nummer Solgaleo. Bis jetzt jedes Mal, wo ein Retro-Hit war, Solgaleo, ne? Ja, ja. Und der Code. Wir gucken uns gleich den letzten Hit an. Dann ist es Gold-Mew. Das ist Gold-Mew. Dann ist es Solgaleo und dann wissen wir, es ist ein Hit. Und Professor Eich sieht ich auch mal ein, weil es eine Retro-Karte ist. Oh, Visaflor ist bis jetzt ein Highlight. Das stimmt. Ja. Aber es macht nochmal Spaß. Ja, weil es halt so ein knackiges Set drin ist, wo du halt auch alles Mögliche rausholen kannst. So, komm. Groudon. Senias. Oh, Lipumentas habe ich aber schon. Schade. Und fliegendes Pikachu V-Max. Ich habe schon wieder gefreut, wieder. Weißt du, jetzt ziehst du sie, ne? Jetzt zieh ich sie. Aber geil. Ich will meine zurückhaben. Warum? Double Hit. Deswegen ist das Set halt auch so cool. Ja, es ist halt auch ein Double Trouble Set, ne? Im Schlimmsten, im Optimum. Und der dritte Retro Hit. Leider bis das jetzt heißt, nur welche, die ich habe. Vier Retro Hits eventuell hin, ne? Fünf hatte ich. Fünf hast du? Ja, safe kriegst du. Und ich schwör's dir, du ziehst auf jeden Fall eine, die du safe noch brauchst. Oh, der geht schwer auf. Das ist ein gutes Zeichen. Der geht schwer auf. Da ist jetzt auch Oho drin. Das ist so ein Meme. So ein Meme geworden. Hab ich ja irgendwas gesehen? Ich hab zwar hingeguckt, aber ich hab's nicht realisiert. So, let's go. Senias. Ital und. Ui! Jawoll, fehlt mir noch! Nice, fehlt Alter! Mir noch. Sehr schön! Oh Birthday Pikachu! Hab schon vergessen, was da drin ist. Nice! Schön. Und dahinter ein Solgaleo. Jetzt war beim Retro ist Solgaleo. Also, wir machen gleich echt mal einen, wo wir den hinteren wegholen. Nice! Einfach mal. Das mache ich bei meinem einfach. Geil! Das freut mich! Das ist echt geil. Aber ja, ein Hit wieder von der. Oh, schön. Und der Code hier. Ein Hit wieder von meiner Liste runter. Man muss aber auch sagen, die Karte sieht aber auch sehr schön in einer Pikachu-Sammlung aus. Ja. Aber das ist also, das ist auch so eine Karte, die gönnt, finde ich, in der Hinsicht, weil es halt wirklich was Besonderes ist halt. Das ist bis jetzt mein Highlight. Ja. Abgesehen davon, dass du es halt brauchst. Ja. Aber ich feiere die Karte halt auch übelst. Aber der Booster ging auch schwer auf. Stimmt, das war der. Aber hier der auch. Oho. Das ist jetzt wahrscheinlich aus der Figurenkollektion, kann ich mir gut vorstellen. Oder aus dem Koffer. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, bei mir hat beides gegönnt. Ich hatte ja auch quasi die Box, da ist über die meisten quasi draus geöffnet. Ja. Und aus der anderen habe ich, glaube ich, zwei. Visaflor hatte ich in der großen Figurenkollektion auch. Visaflor? Hm? Wir gehen jetzt in den nächsten Booster. Wir haben jetzt die 5 Retro-Hits. Stimmt. Also, Cosmog ist plus sozusagen. Dann fluchst du schon. Ivetal, Palkia und fliegendes Pikachu V. Das muss ein Gold-Mew werden. Das muss sich entwickeln zu einem Gold-Mew. Ja. Let's go, komm. Du ziehst Booster. Da noch einen dicken Hit raus, bitte. Einen dicken Hit. Ein dicken Hit. Der in der Hinsicht auch an Geld knallt, in der Hinsicht, dass du nicht so viel Geld dafür ausgeben musst. Weißt du? Die Nachtara wäre halt geil, schimmerndes Carpador wäre geil, oder halt das Goldmew. Aber Goldmew ist in meinen Augen am unwahrscheinlichsten. Goldmew ist auch am schwersten halt legit. Jetzt noch Goldmew. Zekrom, Nachtara und Goldmew. Oh mein Gott. Das wäre der Booster, Alter. Zekrom. Komm. Dialga und Turtok noch. Und Mew. Turtok auch noch hinterher. Bruder, wenn wir da jetzt gleich das Glurak noch rausziehen, dann schwöre ich, ihr sterbe schon im Herzinfarkt. Nee, Turtok noch. Als ob du die zwei Starter jetzt gezogen hast schon. Weißt du, die hast du halt schon. Das ist so traurig. Das ist traurig. Bis jetzt brauchst du eine Karte. Das ist so traurig. Gefühlt das beste Celebrations-Opening von uns auf jeden Fall. Da ist ja alles. Turtok habe ich jetzt das dritte Mal gezogen. Ja, das dritte Mal, Alter. So. Jetzt bist du dran hier. Jetzt. Leute. Vorletzter Booster. Und wir haben dieser Flor und Turtok. Wenn wir jetzt noch Glurak ziehen, das wäre halt jetzt echt. Wahrscheinlich ging er. Ja, perfekt. Er ist absolut kaputt. Er lässt den Booster fallen. Stimmt doch gar nicht. Jetzt. Ist er doch. Jetzt da ist was Gutes drin. Jetzt ist alles kaputt da drin. Nachtara, New Hit. Ich hab vergessen, der ging so leicht auf. Ja. Da kann nichts drin sein. Also wortwörtlich kann da nichts eigentlich drin sein. Geh doch raus! Celebration! So, let's go, Leute.
Und der 13. Booster. Evita. Gönnt ja Lukas mir etwas? Ich würde mich so freuen. Cosmog und Lugia. Und dahinter. Ich hab halt, das war der schlechteste Booster, den wir hatten. Aber Leute, vielleicht noch der Korn. Es war original der schlechteste Booster. Schade. Aber wir haben noch einen. Bitte deinen Bulk. Ja, mein Bulk. Ist wertvoll, muss man sagen. Der letzte Booster. Das ist jetzt so ein heftiges Opening. Digga, du hast so viele gute Hits. Leute, kauft euch nicht ein Produkt von irgendwas. Kauft euch zwei, weil da sind die Hits halt doppelt so gut. In Anführungsstrichen. Was ist das? Es geht nicht. Also da muss Natara und Mew drin sein eigentlich. Ich stell dir mal vor, so einen starken Booster. Ich weiß nicht, was ich machen würde, ne? Ich glaube, ich würde... Wenn hier jetzt noch ein Retro-Hit drin ist. Warte, wir machen das jetzt mal so. Was ist jetzt ein Kartentrick? Wenn da vorne jetzt sogar Leo ist. Jetzt hat er schon Mew da vorne geschoben. Das wäre es gewesen. So, wir switchen um. Die haben das Dialga. Alles umsonst war. Safe ist nichts drin. Wenn da jetzt sogar Leo kommt, kommt halt safe ein Hit, ne? Okay, wir haben das Surfen des Pikachu. Und haben wir jetzt noch im letzten Booster ein Retro-Hit? Bitte gönnen. Ivetal. Leider nicht. Aber what the leider fuck? Nicht. Das war so ein Mann. Gutes Opening. Du hast zwei Starter, das Birthday Pikachu. Ja. Bruder, das war stark. Aber geiles Opening. Shit, sehr starkes Opening. Hat echt Spaß gemacht. Stell dir mal vor, da ein komplettes Selfmade-Display von. Komplett 36. Stark, aus so verschiedenen Sachen, da kriegst du ja nur Hits. Das wäre auch stark. Nee, Leute, seit langem mal Celebration und ich bin zufrieden. Allein, weil ich auch einen Hit habe, der mir fehlt. Klar, Bisaflor, Tutok nimmt man immer gerne mit. Die anderen Retro-Hits waren jetzt nicht so stark. Das sind halt die, ich sag's mal, 0815-Hits, die man halt gefühlt überall zieht. Allein der falsche Professor. Trotzdem hat es Spaß gemacht, einfach auch nochmal dieses Set zu öffnen. Kein Team Magma Sproudon. Ja, stimmt. Schade. Hätte mich gefreut. Leider auch keine, in Anführungsstrichen, Money-Karte, die mir noch fehlt oder generell eine Money-Karte, aber ist ja auch egal. Wir hoffen trotzdem, euch hat es gefallen. Also ich fand das Set nochmal cool. Also das macht einfach Spaß. Immer mal wieder macht es halt. Und es ist auch gut, die Preise davon steigen gar nicht mal so groß. Ja. Also eine ETB kriegst du jetzt noch für den ungefähren Preis, wie du sie am Anfang bekommen hast. Ja, vielleicht richtig. 15 Euro vielleicht mehr, aber das geht halt noch. Macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht habt ihr jetzt auch nochmal Bock auf Celebration. Wir sind auf jeden Fall raus und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Und ciao. Ich hatte die ganze Zeit in der Hand. Ich musste die werfen. Ich habe aber gedacht, die fliegt weiter. Okay, let's go. Ich will es nochmal versuchen. Genau, das sollte ich machen.